Hallo Tobi. A spot of whaling, Watson. Would you care to take part? Are you serious? No, but we do need to clarify what happened on the night of Black Peter's murder. A reenactment, then. Is something bothering you? The sailor's knife, Watson. Why was it on the floor? Peter Carey attempted to defend himself? It is possible. But if that is the case, then it alters many things. I don't quite follow you. Tell me, my friend, what is the animal closest to man, morphologically, I mean? Ah, I see what you're getting at, Holmes. You asked me that once before, on the Ripper case, I believe. Do you want to slit some more pigs' throats? No. Thank goodness for that. I wish to impale one with a harpoon. Wonderful. Watson, let us pay a visit to our butcher friend in Whitechapel. We require the carcass of a well-fed pig. And the harpoon? One of the harpoons on the wall of Black Peter's cabin should do quite nicely. Wir wollen jetzt wirklich ein Schwein mit einer Harpune abwerfen und gucken, ob wir das hinbekommen. Okay. 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 Aber wir müssen doch erstmal die Harpune holen. Nicht wahr? Ja, ich glaube schon. Alles klar, Sherlock. Wir wissen genau, dass du ein krasser Typ bist. Deswegen wird es schon was werden. Lauf los. Ich drücke immer links. Also L2 statt R2 zum Laufen. Jedes Mal. Und dann wundere ich mich, warum ich nicht laufe. Oh, die Leiche ist weg. Mensch, wo ist sie nur hin? Ja, wir brauchen eine Harpune. That should do it. Now I am ready for the experiment. Yeah! Dann auf zur Whitechapel Metzger Shape. Englisch ist schwierig, ja, ich weiß. Mensch, guck mal, sitzt er da mit seiner tollen Harpune. Geil. Krasser Typ. Also, die armen Veganer, Vegetarier, was auch immer, die das hier spielen. Und so war es sich anschauen müssen. Es tut mir sehr leid. Ich bin einfach wirklich ein Spiel zum Vekaner. Und mag das Spiel, aber muss dann aufhören, weil er sich das hier nicht anschauen kann. Das tut mir schon ein ganz kleines bisschen leid. Ja, und. Achso, wir sind jetzt bereit, ja? Okay. Well, here we are in the preparation room. I can't say that I like the smell of it much. What do you intend to do? To indulge myself in a little experiment. The challenge of lancing a pig's carcass with a heavy harpoon. A little experiment? Stand aside, Watson. This might be dangerous. I am not well practiced in this exercise. Yet. Darf ich das machen, bitte? And you should aim for the mark in order to perform the most reliable test. ich hab grad... Holmes, you should try to aim better. And throw ah. As hard as you ah, warte, ich hab's verstanden. Entschuldigung. Alter, wie versetzt ist das denn? Body, Moment, versucht 39, ich schaff das jetzt. Okay, Moment, pass auf. Jetzt aber. Holmes, you should try hey! To aim better and throw as hard as you can. Jetzt bin ich aber ein bisschen... Hä? Hab ich doch. Hä? Hab ich doch gerade gemacht? Hä? Okay. Jetzt aber. Ja, geil. Geht This doch. This is the best possible result that I could get. Do you see, Watson? Throwing a harpoon and pinning a man to a wall requires either exceptional strength and training or diabolical luck. If it was luck, then it was a chance in a thousand that night. Well, yes. Let us leave now. All right. But before we go, I suppose I'll have to pay for all these carcasses you've happily mangled. Very well, but please hurry. Of course. Genau. Also erstmal, der kleine Johnny, der schafft das nicht. Nötige Kraft, aufgespießt an der Wand.
Manche Fakten können unterschiedlich interpretiert werden. Sie können ihr Bild des Tathergangs ändern, indem sie sich zwischen sich widersprechenden. Was? Nein, was stand da eben? Es bedarf einer viel größeren Kraft, als sie einer durchschnittlichen Person, um die Brust eines Mannes zu durchstoßen und ihn an der Wand aufzuspießen. Höchstwahrscheinlich ist auch Training erforderlich. Zwei Personen könnten zusammen dasselbe Ergebnis erzielen. Oder? Es besteht die geringe Möglichkeit, dass es einer untrainierten und durchschnittlich kräftigen Person gelingen könnte, Peter Kelby mit einer Harpune an der Wand aufzuspießen. Nee, große Kraft. Bin ich voll für. War sowas von. Haben wir noch andere Hinweise? Ich habe die falsche Taste gedrückt. Entschuldigung. Nein, ich wollte... Nein, wie komme ich da nochmal hin? Wie komme ich da nochmal hin? Oh Gott. Gar nicht gerade. Okay. Dann war es das. Haben wir gut gemacht, finde ich. Also wir haben gar nicht so viele Versuche gebraucht. Das ging voll. Und jetzt... Moment. Eine schwere und scharfe Walfangharpune. Es handelt sich um die gleiche Harpune wie die, mit der Peter Kelby getötet wurde. Und was machen wir jetzt? Ich gehe da mal nochmal zu... Nein, zu Scotland Yard. Und spreche nochmal mit jemandem. Hey, Leitung öffnen. Große Kraft. Das Notizbuch holen wollte sich jemand da. Und wir haben noch mehr. Wir haben noch mehr irgendwo. Hinweise. Nee, die anderen passen ja nicht so ganz. Müssen wir die Harpune jetzt zurückbringen? Weiß ich ja nicht. Die haben wir drin stecken lassen übrigens. Ey. So was macht man aber nicht. Hier. Ich möchte bitte zu Lestrade. Lestrade. Wie auch immer der heißt. Zu diesem Typen, der sein Zimmer hier hat. Locked. Inspector Lestrade. Kann ich mit ihm nochmal sprechen? Hey. What am I doing here? I've done nothing wrong. Ey, die Person ist weg. Ich war doch nur ein paar Minuten weg. Was soll das? Lock. Inspektor Lestrade. Ja, da waren wir ja schon drin. Ich möchte damit hier reingehen. Ich weiß nicht warum, aber wir laufen einfach mal ein bisschen hier lang. Oh, ist das die Leichenkammer? Die Leichenschauhaus, wie auch immer es heißt. Ach, keine Ahnung. Das sind Türen. Da will ich noch nicht lang. Ich will hier nur so ein bisschen umgucken und nach verdächtigen Personen aufzuhalten, genau. Nach ein paar Hinweisen, die uns bestimmt in unserem Fall weiterhelfen. Müsste hier nicht eigentlich Peter liegen? Hier müsste irgendwo Peter liegen. Ist das Peter? Peter, ich brauch dich mal eben. Aber ich kann hier nichts anklicken. Kein Peter oder sonst was. Hey. Wie soll ich den Fall bitte lösen, wenn ich mir nicht nochmal die Leiche ansehen darf? Kommt schon. Was mache ich denn jetzt? Ganz ehrlich, was mache ich denn jetzt? Ja, mehr Beweise hatten wir auch nicht, außer die hier. These are the suspects' belongings. Das hatten wir schon alles. These abbreviations mean something. But what? Und ich habe keinen Gegenstand dafür. Ja, hier haben wir jetzt leider auch nichts. Wie wäre es, wenn wir mal eben die falsche Taste und wenn wir nochmal kurz zur Baker Street gehen? Und gerade ist Maskerei verschwunden, also wahrscheinlich. Oh Gott. Also wahrscheinlich. Sollten wir da auch nicht mehr hingehen. Hallo Tresor, da bist du auch mal wieder richtig wach. Du hast ja Essen übrigens, ne? Bitte ist das. Guck mich nicht so an. Er guckt mich so an, als würde er mich gleich killen wollen, aber ey. Du hast Essen, okay? Brauchst nicht mich essen. Ach, Mensch. Sitzt du auf meinem Stuhl? Good gracious. Caught someone. Ach, Klappe halten, Toby. Nee, ich muss mal eben ganz kurz gucken, ob ich hier irgendwas habe. This is where I keep da habe ich auch nichts. Habe ich hier... My archive. I can always aber wohin soll ich denn jetzt gehen? Ich weiß gerade nicht, wohin ich gehen soll. My archive. I can always consult with it, if needed. Wir haben doch jetzt eigentlich... Wir gehen immer zu Woodman's Lee. Ich weiß gerade nämlich nicht, was ich genau machen soll. Eigentlich habe ich doch alles gerade geklärt. Ich kann mit Johnny nicht mehr reden. Ja, und er überlegt gerade auch, was mache ich denn jetzt? Verdammte Scheiße. Habe ich irgendwas vergessen? Irgendwas nicht gesehen? Da ist ein Osterhase. Nee, doch nicht.
Ich dachte mir, der Baum links oben jetzt ist ein Osterhase. Mhm. Genau. Was ist mit der Kiste hier, verdammt? Ah, Mann. Können wir nicht mal anschauen. Ansonsten hatten wir hier alles angeschaut. Mhm. 1883. Ah. Ach, die Logbücher, na klar. This is the crew list of the Sea Unicorn. Also Besatzung, Unicorn-Besatzung, also Sea Unicorn-Besatzungsliste. Peter Carey, Kapitän. Charles Allison, erster Mat. Henry Joy, zweiter Mat. Patrick, Pablo, Ned Lane, Joseph, Warren, Richard, Simon, Isaac, Isaac Page, Benjamin, Matthew, Wolf, Seth, Roger, Thomas, Hugh, Henry. Log notes for June. Nothing else. This is the crew list of this. Kann ich hier? This is the crew list. Mein Juni. Log notes for June. Nothing unusual. Log notes for July. Nothing special. Log notes for August. These pages have been torn away. Okay. There are three ways of discovering what happened in August of 1883 aboard the Sea Unicorn. The first two of these will require speaking with a dead man. The last would be to locate vital witnesses, the sailors involved in this whale hunt campaign. Ich hab irgendwas verklickt, sorry. Oh Gott, Alter, Sherlock. Also, Beweise. Ein Stück eines Wertpapiers ist... Wenn ich jetzt aber... Ich habe eine Idee. Also wir können wahrscheinlich jetzt nicht die gute Ju fragen. Aber ich rede mal kurz mit ihr. Besatzung der Sea Unicorn finden. Ja, ja, ja. Ich habe eine Idee. Ey. Hola. Ach, okay. Wenn sie noch rumhält, will ich gar nicht mit dir reden. Dann gehen wir doch mal am besten nochmal zu Woodmansley. Scotland Yard. Scotland Yard. Yard. Und dann... Was muss er mich denn immer so angucken? Ey, was für ein Verführer ist das denn? Oh la la. Vielleicht ist ein Notizbuch von... Oh Gott, aua. John. Eine Abkürzung von einem Typen drin. Vielleicht? Ich habe... Nicht so eine Ahnung. Alter, von der Musik hier. Dö. Fast wie in der Disco. Ey, geht vorab. Oh mein Gott. Hier rein. Hey. Nein, ich wollte in den... Ich dachte gerade, er meint, warum bin ich hier? Also ich... Na, nein. Ich könnte natürlich auch versuchen, mit dem Toten zu reden. So. These are the suspects' belongings. Ich weiß. Wir nutzen jetzt... I wonder if these are connected. Ja, ja. Canadian... 8, 5... 8, 5, 3, 2, das hier. Now we have the proof that Nelligan's papers were indeed here. It seems that they have vanished, however. Okay, gut. Aha, ich bin gut, ne? Ein bisschen. Also fehlende Wertpapiere mit Einbruchsversuche. Aber ich rate immer nur, weil irgendwie stimmt sogar. Die Einbruchsversuche fanden statt, um das Notizbuch wiederzuholen, das im Blut des Opfers lag. Das könnte bedeuten, dass die Person, die diese Einbruchsversuche unternommen hat, auch der gesuchte Mörder ist. Nelligan war auf der Suche nach den Wertpapieren seines Vaters in Peter Currys Hütte. Das erklärt seine Anwesenheit am Tatort. Warte mal. Ich trau ihm nicht zu, dass er Peter Carey umgebracht hat. Ich denke jetzt, dass er deswegen da war. Oder es ist so eine Verarsche und in Wirklichkeit war es doch. Aua. Was doch, Johnny? Was machen wir jetzt eigentlich? Müssen mit ihm reden, alles klar. Dann machen wir das doch mal. Johnny. Hey. Ich habe schon wieder L2 geklickt statt R2. Johnny, hey. Oh Gott, Entschuldigung, ich muss aufstoßen. Einbruch. Tell me, Mr. Nelligan, what exactly were you hoping to find inside Peter Carey's cabin? I was trying to find some information about my father.
Wertpapierfetzen. I assume you had another purpose, to retrieve the bond certificates. Am I correct? Yes. I discovered some time ago that a few of the missing securities had reappeared on the London market. You can imagine my amazement. I spent months trying to find them, and at last I discovered that the original seller had been Captain Peter Carey. These papers, they belong to my family, but I could not find them there. Well, I will see you soon, young man. Please let me go. I am innocent. Ja, ich glaube sogar, es ist unschuldig. Also das glaube ich wirklich. Ja, wir sind ja nicht blöd. Wir sind schließlich Sherlock Holmes und haben voll die Ahnung. Und was haben wir jetzt zu tun? Das Logbuch, das die Unicorn für das Jahr 1883, darin ist auch eine Liste der Besatzung zu finden. Die Seiten für, waren rausgerissen. Aber wir sind doch jetzt irgendwas zu tun. oh Gott. Warte, was haben wir denn für Aufgaben eigentlich? Untersuchen Sie den Mord. Higgins könnte bei der Suche nach der Besatzung der Sea Unicorn helfen. Man müsste irgendwo in der Baker Street sein. Hey, gehen wir nochmal zur Baker Street. Baker Street? Ja. Darf ich draußen rumlaufen? Es ist immer wieder schön, sein tolles, geschütztes Gesicht in der Kutsche zu sehen. Während er so intellektuell aussieht. Ah, schön. Wer hat das gesagt? Ja. Oh Gott, er ist misstrauisch gerade. Hey, alles gut. Alles gut. Gerade ziemlich viel Spaß, das aufzunehmen. Glaubt ihr mir das? Das ist voll geil irgendwie. Ein Stuhl quietscht. Something new, Watson. I have the list of sailors who were aboard the Sea Unicorn. We shall soon learn what happened to Nelligan's father. I have only to find them. Let us hope they are still working at the harbor. I think that if you pretend you're from Scotland Yard. I doubt it, Watson. And really, I would prefer that all of this remains quiet for now. But I have another solution. I'll call in the specialist. And who might they be? The secret police division of Baker Street. Ah, you mean young Wiggins and his gang? Yes. Believe me, you'll receive more useful assistance from these little urchins than from a dozen yard detectives. Those children are everywhere. They see and hear everything, and they are cunning. All they lack is organization. I'll summon them. How will you do that? There is always a watch beneath our window. I have only to call him. Ich muss kurz was trinken. Wartet. Meine Stimme ist schon fast weg. Reden ist schwer. Hey, Tobi! Ich werde jetzt mit Tobi reden. Hey! Brave Toby. Okay, egal. Wiggins, could you come upstairs, please? Oh, so einfach geht das. At your service, Mr. Holmes. Wiggins, I need you to track down certain people for me. I'll give you a list. You can read, can't you? Big Oliver from our gang. He can, because his father is the coachman of a famous lawyer. Fascinating. Here is the list of sailors. Sailors? Easy. Just got to look where the rum and the red lights are. Perfekt für kleine Kinder. Ooh. Sorry to trouble you, Mr. Holmes, but the inspector asks that you come to the station as soon as possible. Thank you. I'll be there shortly. Wird es halt für einen neuen Anzug? Nee, oder? Hatten wir den grauen oder den grünen an? Ich weiß es gar nicht. Aber okay, auf geht's zur Scotland Yard. Mein Gott, ey. Und mal wieder sieht man den wunderbaren Sherlock Holmes, wie er da sitzt mit seinem roten Buch. Ich kann nicht erkennen, was er da liest, aber es scheint immer spannend zu sein. Oder auch nicht so spannend, weil er es gleich wieder weglegt. Ah, jetzt seid uns verarscht. Oh yeah. Alles klar. Tschüss. Freut mich immer wieder, ihn zu sehen. Wow. Entschuldigung, muss aufstoßen. Mr. Holmes, I'm glad to see you. As always. What happened? We have a new suspect, Liam Hurtley. I'm thinking that this case will be resolved very quickly now. Interesting. Pray tell. Well, the constable that I left at Woodman's Lee noticed a suspicious individual prowling around during the night. Do you have him here? Yes. He refuses to speak with us, but we'll make him talk.
Let us hope so. Ah, yes, and one more thing. The constable told me that at the time of his arrest, the fellow was writing a letter. Do you have it? Of course. It's in the evidence room, at your disposal. Admit that for once, Mr. Holmes, Scotland Yard is a step ahead of you, right? Breathtaking. Das ist kein Wettbewerb, liebe Leute. Es geht hier um den Tod von Peter fucking Carey. Und es ist egal, wer den zuerst löst. Ich meine, wir arbeiten zusammen. Außer also, schön, wenn ich jetzt trotzdem als erstes hinbekomme. Danke. Oh, da. Hurtley, wie heißt er genau? These are the suspect's belongings. L, ich habe seinen Vornamen vergessen. Liam. Liam. Oh mein Gott. Oh, das könnten die Schuhe sein. Erstmal die Schuhe, Alter. Ganz fett. Liam Hurtley's old boots. They're a size 9.5. Größer als 8. Das könnte natürlich passen. Was ist das hier? Was ist da auch drin? The stains are fresh. They can be removed with the proper chemicals. Oh, sag mir jetzt bloß nicht, welche Chemikalien ich brauche. Analysieren. Der Brief, den Hurtley bei seiner Verhaftung bei sich trug. Er ist nahezu vollständig mit Tintenflecken übersät. Oh, wie traurig. Liam. Ich sag immer Liam. Liam Hurtleys alte Stiefel. Schuhgröße 9,5. Wer hat gesagt, dass die alt sind, hä? Füllfederhalter. Pen. Nothing unusual about it. R1? Ey. Lass mich doch mal R1 machen. Vielleicht sind da Fingerabdrücke drauf, die wir jetzt brauchen für... Ich wusste nicht, von was, aber... Bevor ich jetzt hier irgendwas weitermache... Oh. Ich werde jetzt zuerst... Untersuchen Sie... Ja, verhören Sie auf der Polizeiwache den Neuverdächtigen... Nein, warte. Wir gehen erstmal, natürlich. Bevor wir mit ihm reden, brauchen wir erstmal alle Beweise zu uns Lee. Und gucken, ob die Schuhe passen. Ich will gar nicht aufhören, aufzunehmen. Oh mein Gott. Und sein Gesicht die ganze Zeit. Ich werde verrückt. Ich werde so verrückt. Oh mein Gott. Ich mache einfach immer die Augen zu. Da muss ich mir eh nicht anschauen. Danke.